Tachchen, ihr Lieben, wa? Sage ich sonst. Tachchen, ihr Lieben. Tachchen, ihr Lieben, ihr Schönen, ihr Freundlichen. Rutscht mein Handy. So, ich war mit, du bist tatsächlich Giselle. Ich war mit Giselle einkaufen bei Kaufland. Hat sie mir wieder voll zur Unterstützung mitgegeben. Wir haben mitgenommen. Zweimal Oreos. Ich habe zwei Versionen mitgenommen. Die wird jetzt nicht schlimm sein. Ist eine Happy Birthday Limited Edition. Ist die bunt? Also die Füllung sieht ein bisschen, ja, so ein bisschen, als ob da so zerhackte Smarties drin sind. Kann ich jetzt nicht anders beschreiben. Dann hier dachte ich so, Cool Mint. Wahrscheinlich alle, die After Eight gerne mal... After Eight? War richtig, ne? Mögen. So, irgendwo war jetzt ein Fehler. Warum rutscht denn mein Handy auf einem Tisch? So glatt ist er doch gar nicht, aber doch klebrig. Schwierig. Also von der Lackschicht, nicht falsch verstehen. Dann Kopfsalat. War runtergesetzt auf 1,25. Ja, schön. Hauptsache rot. Ist wahrscheinlich gar kein Sonder... Ach doch, reduziert. Aber der alte Preis steht hier nicht. Also... Wie es so oft ist, es könnte auch wirklich der Originalpreis sein. Und ich denke mir so, ja, hast ein Schnäppchen geschossen. Dann brauchte ich Batterien. Meine PC-Maus, die gibt so langsam den Geist auf. Ich habe sehr viel Verschleiß hier in dem Haus mit diesen kleinen und größeren Batterien. Akkus, die Geschichte kennt ihr. Man nimmt sich Akkus, ich sehe sie nur nie wieder. Doch, das kann sein, dass ich die auch teilweise in so Leuchtsachen drin habe. Ich habe ja da auch noch so... Spirenzien, wo man den Timer stellen konnte. Da werde ich mal reingucken. Vielleicht sind da die Akkus sogar drin. Giselle hat sich Heidelbeeren mitgenommen. Die waren auch eigentlich günstig. Dann leichte Creme zum Kochen. Ich habe jetzt nicht unbedingt auf die 7% geachtet, brauchte aber leichte Creme für. Es gibt heute Köttbulla. Hatten wir mal wieder richtig Lust. Das sind die typischen Ikea-Bällchen. Oder wenn man zu Ikea hingeht, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder isst man Hotdog oder Köttbulla. Was anderes schießt mir immer nicht in den Kopf. Ein paar Tüten waren auch runtergesetzt auf 44 Cent. Ich schiebe euch mal wieder hoch. Kann ja nicht sein. So, dann runtergesetzt auf 1,11 Euro. Die kosten sonst 1,79 Euro, 1,89 Euro, je nachdem, ob bei DM oder Kaufland. 1,11 Euro habe ich tatsächlich zwei mitgenommen, da muss ich zuschlagen. Und momentan immer noch mediterraner Pfirsich. Kalt sehr lecker genießbar oder sehr schön genießbar, warm natürlich für mich am besten. Dann Pilze, erste Wahl in Scheiben, die kommen dann hier mit rein. Ich hätte jetzt auch frische nehmen können, aber... Ich laufe dahin, wo es mir mein Kopf sagt. Wenn ich da vorbei bin, dann suche ich immer eine andere Alternative. Ja, dann für unsere Salate, die es ja eigentlich immer zum warmen Essen gibt, habe ich heute Feta von Ghazi. Kann ich nicht aussprechen. Haltbare Milch, 3,8. Davon hatten wir nämlich tatsächlich nur noch 1 Liter. Hallo. Bleibt doch mal so. Man muss mich ja nicht sehen. Die Produkte ist ja in dem Fall jetzt gerade ein bisschen interessanter. Ne? Dann war auch wieder runtergesetzt Weißer Riese. Manchmal frage ich mich, was ist bei Kaufland nicht runtergesetzt. Also überall, wo man langläuft, findet man wirklich enorm viele Sachen. Ja, und also runtergesetzte Sachen. Ganz normal Orchidee und Macadamiaöl. Ach, tatsächlich. Habe ich auf neue diesmal aber nicht... Das war Kiwis Handy. Habe ich aber auf neu nicht geachtet. Hallo Master. Riecht aber gut. Die Wäsche soll sauber werden, ne? Und da ich jetzt gerade nicht zu Kaufland gehe, nehme ich bei... Ach Quatsch, zu DM. Nehme ich bei Kaufland dann immer die ganz normalen Sachen mit, die dann entleert wurden. Was ist das für Musik? Kann ich die drin lassen? Fein, viel Buch.
hier tanzen konzentriert. Ey. Okay, danke schön für die Einlage. Vor Brown zwar? War runtergesetzt auf 1,11 Euro. Wie teuer sind denn die sonst? Nee, 1,95 Euro. Perfekt, danke. Ja. Danke schön. Einer ist tatsächlich für dich. Aufs Nüsschen. Nee, hab ich nicht. So. Guck dir den an. Kannst du bitte aufpassen? Vorbro. Gut. Hier. QR-Code mache ich jetzt erstmal. Ciao. Warte. Wir machen auf 2014 Style, okay? Was? Wir machen jetzt 2014 Style. Style. Okay, ja, das war's. Okay. Aber ich teile mir den natürlich. Mann, ja. Dann Chlorix habe ich mitgenommen. So. Damit kriege ich immer Unterwäsche, Socken, wenn sie so langsam wieder am Vergilben sind, was jetzt ganz normale Gründe hat und nicht, wie es sich anhören könnte. Aber das wird dadurch dann immer schön weiß, auch Handtücher, wenn man die schön kochen darf. Giselle natürlich, Red Bull, Heidelbeer, Kokosblaubeer, ich krieg's nicht in meinen Schädel. Oh, kannst du mir die andere Tüte bitte noch rüberrutschen? Ja, Giselle hat sich noch ein Schokobrötchen gegönnt vom Backshop. Dann einmal die doppelte Version Pfirsich, mediterraner Pfirsich. Mann, ey, ich krieg's nicht gebacken zu quatschen. Apfel-Zitrone war auch von Giselle. Das klingt gut. Klingt gut. Giselle möchte heute nicht Köttbula. Sie hat Appetit auf Thunfischnudeln. Deswegen hat sie sich hier so passierte Tomaten mitgenommen. Köttbula? Ja, hatte ich vor, mit Pommes. Ich schwöre sogar. Ja, brauchst du nicht schwören, alles gut. Haltbare Vollmilch 3,8. Ausschneiden. Was? Ciao. Bubblegum wieder von 4Bro. Immer noch 1,11 Euro. Ich habe hiervon natürlich jetzt ein paar mitgenommen. Ne? Mayo brauchten wir, weil es ja zu den Köttbullar auch Pommes gibt. Wir haben wirklich einen totalen Verschleiß. Keine Mayo mehr gehabt. Und auch dementsprechend keinen Ketchup. Den haben wir. Ach, den hatte ich vorgestern für Spiegeleier aufgebraucht. War auch mal wieder lecker. Habe ich mir wieder so eine Art Stramm Max gemacht. Tomaten runtergelegt, Käse, Salami oder Schinken. War lecker. Dann gibt es noch die Version Mango? Ach, Honigmelone. Honigmelone. Ja, auch die sieht lecker aus. Die sieht... Bubblegum ist hier wirklich Bubblegum, aber selbst das schmeckt mir. Haben wir ja öfter im Sommer bei der Tankstelle geholt. Da hatten sie das auch nicht so überteuert. Dann hier nochmal Bubblegum. Weil Jolene, Justin, wir alle greifen ja dazu. Und hier hat Giselle Bedenken gehabt. Da hat sie schon gesagt, es wird nicht schmecken. Wassermelone, Minze? Weiß ich jetzt nicht. Ne? Also... Die beiden Sorten kenne ich jetzt noch gar nicht. Ich habe wirklich in meinem Leben erst Bubblegum als Chips gegessen, diese Kugeln von 4Bro. Da gibt es ja auch noch so eine Chipskugeln, die mit einem Bubblegum-Geschmack sind und Suju glaub ich auch. Und das schmeckt. Ja, ich berichte wahrscheinlich jetzt zwar nicht im Aufgebraucht, also soweit kommt es noch. Ich werde nicht die Getränkepackung aufheben. Also wenn jetzt hier irgendwie ein Schocker bei ist, bei Melone... Oder bei Honigmelone oder Melone-Minze, dann würde ich sagen, okay, packe ich in meine aufgebrauchte Kiste und spüle es erstmal aus. Dann nochmal Kokos-Blaubeere. Endlich. Dr. Pepper, wer mein Holz guckt, weiß, das ist Kilians. Einen Salat nochmal oder eine Salattüte für morgen gleich mitgenommen. Dann hier Giselles Penne. Für, man muss ja aufpassen, dass man nichts anderes sagt, ne? Für die Thunfischnudeln. Oh nein, wartet. Hier ist gerade die Wolvic-Flasche abhandengekommen. Dann habe ich noch von Weißen Riesen diese Version mitgenommen. Auch neu. Also habe ich diesmal wirklich nicht gekauft, weil neu drauf stand, sondern habe wirklich nur auf dieses Angebotsdings geguckt. Lotus- und Mandelöl. Ach, jetzt zieht hier Weißer Riese mit ätherischen Ölen nach. Ja, holt mich jetzt nicht vom Hocker. Ich würde sagen, das sind so Versionen für sehr geruchsempfindliche Menschen. Also es stinkt überhaupt nicht, wisst ihr. Da ist definitiv noch eine Weißer Riese-Note drin.
Aber es sind pudrige Düfte, sagen wir es mal so. Ja, aber ich lege ja immer mehr Wert auf die Düfte im Weichspüler. Deswegen, da war jetzt nichts, wo ich sage so, boah, Hammer. Dann die Pommes, die müssen unbedingt wieder zurück, weil sonst wären sie nämlich nicht gut in der Fritteuse. Zweimal, einen Beutel habe ich genommen, weil Justin und Jolene später kommen, die beiden. Und damit sie dann nicht so eine Wappelpommes kriegen, habe ich eine Packung geholt, damit wir die dann frisch machen, wenn sie nach Hause kommen. Und Köttbullar Original, über 6 Euro. Was hat mich der Einkauf jetzt hier gekostet? War diesmal eigentlich nicht wirklich viel. Ach so, oh, ich habe euch eine Gurke unterschlagen, das tut mir leid. Die hängt aber auch schon ganz schön. Ja. Ich wollte gerade sagen, ist Natur, natürlich, dass Gurken manchmal auch hängen. Ich habe, ich will nicht lügen, 54, nee, m-m. 58 Euro ausgegeben. Finde ich eigentlich für das, obwohl das eigentlich ganz viel war, ne? Also jetzt nicht übermäßig viel, was mich immer stört, hier sind jetzt nicht so viele Gerichte bei, wo ich sage, davon kann man 3-4 Tage essen. Dann würde ich sagen, 58 Euro sind absolut gut. Aber dadurch, dass jetzt hier wieder so viel Schnickschnack bei war, es sieht immer klein aus, aber die kleinen Dinge machen den Einkauf teurer. Sind ja auch schon wieder 2 Euro, die Waschmittel. Dann mit Pfand darf man nicht vergessen, wenn sie nicht gerade runtergesetzt sind, ist das ja auch schon über 1 Euro. Normalerweise nehme ich die immer gerne mit, wenn sie runterreduziert sind. Runterreduziert, auch so ein bescheuerter Wortbegriff. Rette dich, wenn sie reduziert sind, aber 89 Cent kostet sonst eine Dose und dann noch 25 Cent drauf. Hier genau das gleiche Spiel, überall Pfand. Aber gut, ist ja, jetzt ist der Ketchup runter, ist ja fast wie eine Spardose, ne? Man sammelt ja die Pfanddosen, bringt sie dann irgendwann wieder weg. Ihr Lieben, das war's. Ich gucke noch schnell, ich habe nichts vergessen. Danke fürs Zugucken, ich mache es ganz, ganz kurz. Das war eklig. Ich muss erstmal die Hände waschen. Bis bald, bleibt gesund. Ciao, ciao.